Im Grunde genommen hat man hier nur den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden und doch eine Art Charmoffensive vor dem Brexit. Sie sehen hier das Lichtermeer hinter mir, also viele Menschen kommen hier noch her. Christian Strache wird hier wohl noch eines drauflegen. Sie sind also ungebremst aufeinander zugerast. Zum einen wissen einfach viele noch gar nicht, dass es für sie hier kein Weiterkommen gibt. Nicht fehlen darf natürlich die blaue Europaflagge neben der rot-weiß-roten Österreich-Flagge. Sie bergen teilweise Menschen aus ihren meterhoch überfluteten Häusern. Sie sehen das Parlament hinter mir, die Flaggen sind auf Halbmast. Man versucht hier also so schnell wie möglich zur Tagesordnung zurückzukehren. Allerdings wird es bei der ÖVP naturgemäß sehr schwierig werden. Allein hier in der letzten Viertelstunde hat dreimal die Erde sehr deutlich und sehr spürbar gebebt. Den Journalisten ist der Zugang zu diesen Lagern verwehrt. Dass Österreich mit seinen Kapazitäten am Ende ist. Großbritannien setzt jetzt auch voll auf Überwachung und Kontrolle. Und Sie sehen es ja, die Menschen sind trotzdem gut drauf. Der Satz, der hier am häufigsten gefallen ist, war: Ich bin erleichtert.